Meditation Gipfel deiner Träume. Hallo, ich freue mich, dass du dich für die Meditation entschieden hast, durch die ich dich nun führen möchte. Ich lade dich ein, dir als erstes einen gemütlichen Platz zu suchen, wo du es dir entweder im Sitzen oder im Liegen gemütlich machst. Bitte achte darauf, dass du während der Meditation nicht gestört wirst. Ist das Handy aus bzw. so gestellt, dass weder Nachrichten noch Anrufe stören können? Wissen die Menschen, die bei dir zu Hause sind, Bescheid, dass du gerade Ruhe brauchst? Wenn du einen Platz gefunden hast, dann überprüfe noch einmal deine Position. Mag noch irgendetwas anders liegen oder sitzen? Braucht es noch eine kleine Veränderung? Spüre noch einmal gut in dich und deinen Körper herein. Wenn du dann deine Position gefunden hast, nimm einen tiefen Atemzug und spüre deinen Körper und deine Unterlage. Genauso. Was du auch wissen darfst, wenn irgendwelche Gedanken kommen, lass sie kommen. Du darfst ihnen sagen, dass sie wieder gehen dürfen und du dich später darum kümmerst. Und wenn das nicht funktioniert, lass sie da sein. Genauso wie vielleicht doch unerwartete Geräusche. Dein Unterbewusstsein bekommt die Meditation dennoch mit und arbeitet für dich. Ich werde nun langsam von 7 rückwärts zählen. 7. Du atmest tief durch die Nase ein, lass die Luft bis tief in deinen Bauch gehen und dann wieder aus. 8. Du wirst langsam ruhiger und spürst die Unterlage, auf der du liegst. 6. Dein Atem vertieft sich und dein Körper wird mit jedem Atemzug schwerer. 5. Spüre, wie dein Körper sich immer mehr entspannt. Öffne den Mund ganz leicht, damit sich auch deine Gesichtsmuskulatur entspannen kann. 4. Deine Augenlider werden immer schwerer und deine Stirn wird entspannter. 3. Nun stelle dir ein Licht vor, das mit jedem Atemzug in deinen Körper eindringt und sich ausweitet. Genau die Farbe, die dir jetzt gerade gut tut. 2. Die Farbe weitet sich immer weiter aus und verteilt sich überall. Du atmest nochmals bewusst tief ein und aus. 1. Nun geht es los auf die Reise. Stelle dir vor, du machst dich auf eine Wanderung, um an einem Berg einen Platz der Ruhe und Stille zu finden. Du kontrollierst nochmals, ob deine Schuhe richtig sitzen, dein Rucksack oder deine Tasche gut gepackt sind und ob du ausreichend zu trinken dabei hast. Schau selber, was du alles brauchst, um dich auf dieser Wanderung wohlzufühlen. Vielleicht noch ein Handtuch? Oder eine kleine Decke, auf die du dich zwischendurch setzen kannst? Wie fühlst du dich, wenn du nun da unten am Berganstieg stehst? Kannst du die Vorfreude spüren, darauf oben zu sein, am Gipfel deiner Träume? Was fühlst du, wenn du deinen Blick nach oben wendest?
Riechst du etwas? Was glaubst du, erwartet dich da oben? Spürst du vielleicht schon, wie sich dein Körper anfühlen wird? Siehst du etwas? Welch Gefühl kann dich erwarten, wenn du den Weg geschafft hast? Was für Geräusche stellst du dir vor zu hören? Hast du bereits eine Idee, was du schmecken wirst? Nun schau dich noch mal kurz um. Überprüfe, ob du alles hast. Und nun gehst du los. Der Anfang ist ganz leicht. Entspannt kannst du den Weg gehen und spürst keinerlei Last deines Gepäcks. Du siehst vielleicht auch andere Menschen den Weg gehen. Vielleicht begrüßt du sie kurz. Vielleicht bist du jedoch auch ganz bei dir. Ganz genau so, wie es dir gut tut. Du gehst deinen Weg weiter. In welcher Jahreszeit bist du unterwegs? Vielleicht fliegen Schmetterlinge an dir vorbei. Du hörst Vögel zwitschern, ein leises Suchen von Bienen, vielleicht auch Grillen. Unter deinen Füßen ist der Untergrund, auf dem du läufst, spürbar. Und der Anstieg wird langsam schwerer. Du spürst es in den Waden, deinen Knien und deinen Oberschenkeln. Langsam kommt ein leichtes Brennen in deine Oberschenkel. Doch noch gehst du weiter. Dein Ziel ist, am Gipfel deiner Träume anzukommen. Dir kommen all die schönen Gedanken, Gefühle in Erinnerung, die du noch unten am Berganstieg hattest. Dieses Ziel möchtest du erreichen. Du schaust hoch zum Gipfel, spürst deine Vorfreude und doch spürst du, dass es jetzt an der Zeit für eine kleine Rast ist, um etwas zu trinken und um dich zu stärken. Du setzt dich an einen Platz, der dir gut tut. Vielleicht ist es auf einem Stück Fels in der Sonne, vielleicht auf einer Bank, vielleicht an einen Baum gelehnt im Schatten. Spüre, wie sich dein Körper ein wenig erholt und wie du durch die Verbindung mit der Natur wieder Kraft tankst. Atme die frische Luft tief ein und genieße den Moment der Erholung, damit du mit neuer Kraft weitergehen kannst. Denn der Gipfel deiner Träume ist bald erreichbar. Wenn du genug Kraft getankt, genug getrunken hast, dann gehst du voller Vorfreude weiter. Der Anstieg wird nun anstrengender. Du spürst es in jeder Faser deines Körpers. Die Vorfreude jedoch treibt dich an. Du bleibst ganz in deinem Tempo auf deinem Weg. Du lässt dich nicht von anderen Menschen ablenken. Zu sehr hast du dein Ziel vor Augen. Jetzt,
ist es gleich soweit. Du hast bereits das Plateau erreicht, von dem du deinen Gipfel siehst. Bleib vielleicht mal kurz stehen. Genieße den Augenblick, den Ausblick, die Aufregung, das Herzrasen, das Gefühl in deiner Magengegend, welches sich einstellt. Atme tief durch. Und dann gehst du weiter. Nun sind es nur noch 2-3 Schritte und du bist da. Geh diese 2-3 Schritte ganz bewusst. Schau und überlege dir bereits einen Platz, an dem du stehen oder sitzen willst, um dich zu feiern. Bist du angekommen? Welchen Platz hast du dir ausgesucht? Wo willst du sitzen oder stehen? Nimm diesen Platz ein. Möchtest du es leise für dich allein genießen? Oder möchtest du jemanden informieren, dass du es geschafft hast? Wie fühlt es sich an? Welche Geräusche hörst du? Spürst du den Wind auf deiner Haut? Wie fühlt sich die unendliche Weite des Himmels und der Natur für dich an? Genieße es. Was siehst du? Suche dir einen Platz und setze dich einfach mal hin, wenn du magst, und lasse alles auf dich wirken. Du bist oben am Gipfel deiner Träume angekommen. Du hast diesen Weg geschafft. Welche Wege möchtest du noch gehen? Du weißt, du kannst alles schaffen. Nimm all die Glücksgefühle, die dich gerade erfüllen, mit in deine Gedanken und lass deine Visionen einfach kommen. Was ist das, was dich wirklich glücklich macht? Du bist diesen Herzensweg gegangen und hast ihn geschafft. Welche Herzenswege liegen noch vor dir? Was füllt dich mit Freude und Liebe? Nimm alles, was du jetzt fühlen kannst und willst, mit hinein in deine Gedanken.
Genieße noch diesen Augenblick, diesen Moment, dieses Jetzt-Hier-Sein. Du bist verbunden mit dir, der Natur und dem Universum und alles ist möglich. Wenn du genug Zeit gehabt hast, dann schaue dich in deiner Umgebung um. Gibt es noch etwas, was du dir für dich mitnehmen möchtest? Ein Gefühl, einen Geruch, einen Ausblick, ein Geräusch, ein Geschmack. Etwas, was dich immer daran erinnert, dass du auf deinem Herzensweg alle Gipfel deiner Träume erreichen kannst. Nimm es dir mit, behalte es ganz in dir und dann lade ich dich ein, diesen Platz langsam wieder zu verlassen. Steh langsam auf. Spüre den Boden unter deinen Füßen. Und schau dir nochmal den Platz an. Und gehe langsam los. Vielleicht magst du dich noch einmal umdrehen. Und ein Lächeln überzieht dein Gesicht. Dein Herz hüpft vor Freude. Und dein Körper ist auf der einen Seite ruhig und auf der anderen Seite freudig erregt. Nun ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen. Ich bitte dich, ganz langsam wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Deine Unterlage, auf der du sitzt oder liegst, zu spüren. Vielleicht magst du dich recken und strecken. Räkeln und deinen Körper langsam aufwecken. Nimm noch 2 bis 3 Atemzüge. Und komme langsam wieder hier an. Und wenn es für dich an der Zeit ist, öffne die Augen. Du weißt und spürst, du kannst all deine Gipfel deiner Träume auf deinem Herzensweg erreichen.